Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es meine 10 Drogerie-Paletten für den Herbst. Ich zeige euch einfach mal, was ich finde, was so herbstig ist, womit man es aufschönern kann oder sonst was. Ich habe so eine Idee gehabt, dass vielleicht fehlt jemandem Inspiration, welche Palette oder irgendwas. Ich meine, es gibt Wichtigeres im Leben, das wissen wir alle. Aber es ist auch schön, wenn man sich mit etwas, was man gern mag, beschäftigen kann. Ich zum Beispiel bin derzeit krank und beschäftige mich mit Paletten, mit Herbstpaletten. So, ich fange an. Zuerst zeige ich euch die NYX Lingerie. Das ist eine matte Lid Lingerie Palette. Die heißt 01. Sie ist matt und hat für mich einfach absolut kühle, aber auch warme Töne, Brauntöne. Und das Ganze kann man toppen, indem man einfach irgendwas Dunkles nimmt. So ein Lidschatten zum Beispiel, flüssiger. Und einfach mal drauf gibt. Und dann hat man schon einen wunderschönen, dunklen Look. Ich werde vielleicht auch mal so 10 Herbstlooks, 10 schnelle Herbstlooks machen. Oder 5, irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht, wie ich es gestalte. Ich habe so viel vor und irgendwie schaffe ich nicht so viel. Das wäre so eine Palette, die ich euch empfehlen kann, tagsüber, aber auch abends. Man kann sie gut benutzen. Ich swatche sie euch mal durch. Wie war denn die Anordnung? Ich habe irgendwie merkwürdig geswatcht. So. So sehen die Farben aus und man kann sie ganz, ganz toll benutzen. Es gibt natürlich Paletten, die weniger Schimmertöne haben. Ich bin immer froh, wenn matte und schimmernde dabei sind, aber es gibt auch welche, wo es eben nicht vorhanden ist. Und da kann man einfach so einen Topper benutzen. Der war jetzt von Essence, aber es gibt sie auch in allen möglichen Varianten. Die gibt es leider so nicht mehr, aber es gibt sicherlich was Ähnliches in der Drogerie oder auch im anderen Bereich. Vielleicht hat man irgendwas so da. Als zweites zeige ich euch die Make-up Revolution Palette Iconic Fever. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es nur Herbstpalette ist, aber es kommt schon denen nach. Wenn man den so wegnimmt, so die Töne, dann hat man eine tolle Herbstpalette. Ich kann auch da ein paar swatchen. Einfach, dass wir ein bisschen auf dem Schirm haben, wie und was. Man kann sehen, man kann ganz, ganz dunkle schöne Farben machen. Also ganz, ganz tolle dunkle braune Smoky Eyes, ausgeraucht mit einem schwarzen Liner, mit einem ausgerauchten. Und das sind für mich absolut eine Herbstpalette, wenn man so sieht. Wenn man den Orangen wegnimmt, dann selbst mit dem Orangen ist ja Kürbiszeit. Oh, ich freue mich, dass es wieder Kürbisse gibt. Ja, und die Swatches sagen schon, ich finde diese Paletten gut und das sind auch alles Paletten unter 10 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und die sind erschwinglich, die kann sich jeder mal gönnen, mal auch zwischendurch. Oder wenn man sagt, gut, eine Herbstpalette reicht mir, muss nicht unbedingt teuer sein. Und für mich absolute Must-Have in jeder Sammlung ist diese Palette hier von Make-up Revolution. Das ist eine der schönsten Paletten, die ich je gesehen habe, egal von welcher Marke, aber eine der schönsten. Für mich persönlich, ich finde sie einfach gigantisch schön. Wir reden hier von Reloaded Velvet Rose. Bitte. Bitte, 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 Brigitte. Einer so, ich kann euch leider nicht alles watchen, aber einer der schönsten, wunderschönsten Nude-Paletten. Ausgerauchten, dunklen Augen, ja, schön goldig, schön herbstig, schön gedeckt, also wirklich ganz, ganz toll. Freue mich wirklich sehr, sie zu benutzen. Ist ja ein Dupe zur Anastasia Beverly Hills Palette, die ich nicht habe, ich habe nur eine von ihr. Durchaus eine Palette, die ich gerne holen würde. Dann haben wir noch eine, das ist eine kleine I Love Revolution Chocolate Mint Palette. Das sind diese kleinen. Ich habe keine große mehr. Habe ich alle abgegeben. Für mich auch absolutes Must-Have. Ich finde sie sogar besser pigmentiert. Gerade mit diesem Petrol. Ich habe vergessen, wegzuswatchen. Also ich liebe diese Paletten, die ich euch zeige. Die sind
einfach favoritenmäßig. Der Mint hat sich jetzt nicht gerade so gut swatchen lassen, aber gut. Dann können wir noch mal. Schaut mal. Also, das ist schön klein, kompakt. Man kann es mitnehmen. Man kann sich draußen schminken. Es ist ein Spiegel dabei. Ja, kostet unter 10 Euro. Kann ich euch absolut ins Herz legen. Ich glaube, die kosten sogar 7,99, wenn ich mich nicht irre. Wenn es dann noch Prozente gibt, seid ihr safe. So. Dann haben wir noch eine. Ich weiß nicht, ob das eine LE war. Ich vermute schon. 1 Million von Make-up Revolution. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch dabei. Das ist so ein Zusatzprodukt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die sieht so aus. Für mich auch absolut herbstig. Schön gedeckt, schön bärige, schöne kühle Töne, ja. Also wirklich. Und die ist von der Qualität her noch besser. Also sie fässt sich fast so an wie die von BH Cosmetics. Die Paletten. Die hat so, so schöne Schimmertöne. Schaut mal, also so metallisch. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein geiles Produkt euch empfohlen habe. Sie ist so geil. Ich hoffe, sie gibt es noch. Vielleicht kann man die irgendwo noch ergattern. Dann, oder ihr habt die selber in der Sammlung. Dann schaut einfach mal nach und verwendet die. Die ist richtig geil. Demnächst, ich denke, dass ich aus den Paletten auch irgendeinen Look zaubern kann. Vielleicht mal so eine Umfrage, was ihr sehen wollt und vielleicht nicht. Ich muss als gucken, ob überhaupt die Kamera läuft. Dann auch für mich ein Favorit. Ich kann sie einfach nicht hergeben. Ich habe sie gestern wieder geswatcht und habe gedacht, nein, die gebe ich nicht her, egal wie ramschig die aussieht. Die Rede ist von Wet n Wild. Das ist die Comfort-Zone-Palette und sieht so aus. Nur Schimmertöne, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber man kann ja mit anderen Paletten zum Beispiel mischen. Oder ich habe euch ja ganz am Anfang die Lit Lingerie von NYX gezeigt in der 01. Die zwei in Kombination, ein Herbst-Must-Have. Vor allen Dingen der unterste Ton hier. Wie schön bitte der ist. Jetzt habe ich ihn schon wieder angefasst. Meine Finger sind feucht, ja, aber sie ist trotzdem gut. Sie ist trotzdem gut. Das sind für mich absolut Herbstfarben. Ich möchte unbedingt so grünere Smoky Eyes machen. Aber auch dieser Ton hier, das ist so ein, ja, beige-grün. Irgendwie so ganz interessant. Ganz, ganz tolle Palette. Und absolut erschwinglich. Unter 10 Euro. Ja. Absolut große Liebe, große, große, große Haben Liebe. wir noch zwei kleine Scheißerchen von NYX. Für mich auch absolute Herbstpaletten. Die kann man auch natürlich auch im Sommer tragen. Vielleicht nicht in dieser Kombination, wie sie gegeben ist, aber für mich dafür eine Herbstpalette. Genauso wie sie da ist. Mit dem orangenen Aussoften im Innenwinkel highlighten, das in der Crease und das zum Ausdunkeln. Dann seid ihr safer als safe. Für mich wirklich eine Herbstpalette. Wer hätte es gedacht? Ich liebe zum Beispiel auch so lila Töne im Herbst. Ich freue mich einfach, dass der Herbst wieder da ist, dass es kühler ist, dass mir die Brühe nicht wieder runterläuft. Also im Sommer sich zu schminken, ist es eigentlich eine Qual. Man sollte eigentlich Schmerzensgeld bekommen. Ja, die Töne sprechen für sich. Jeder kann ja selbst entscheiden, was für sich, für einen Herbst, für jemanden, was. Jeder darf doch selber entscheiden, für was eine Herbstpalette für einen ist. Für mich sind das meine 10 Herbstpaletten plus 1, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dann haben wir noch eine, und das war übrigens von NYX. Full Trottel. Ja, ist echt ein Trottel. 08. Und auch das Packaging ist eigentlich ganz nett. Sieht eigentlich cool aus. Kosten auch unter 10 Euro. Genau 10. Dann haben wir noch eine, und das ist die 04. Auch für mich total herbstig. Wenn man den im Innenwinkel gibt oder aufs komplette Lid, damit so ein bisschen ausraucht und irgendeinen von den zwei aufs Das bewegliche ist die Lid. 04. Absolut geile Palette. Ich wollte euch natürlich natürlich auch Drogerie und High-End oder halt etwas teurere Paletten, aber trotzdem noch irgendwie aus der Drogerie empfehlen. Und dann nochmal etwas besondere Paletten. Für mich halt herbstig. Dann haben wir noch eine Sleek Garden of Eden. Wie gesagt, grün, lila, dunkel, Bordeaux.
Und das ist für mich auch eine absolute Herbstpalette. Alleine kaum tragbar, muss ich sagen. Hier gibt es nur drei matte Töne, aber trotzdem eine mega schöne Palette. Die Schimmer, also ich finde, Sleek ist immer noch unterschätzt. Die sollten vielleicht mal wieder was am Packaging machen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber so an sich kann ich was. Ne, wir haben hier vier matte Töne, aber der eine ist so ein bisschen mit Jetzt mal Glitzerpartikeln. so die Palette Und das sind für mich auch so richtig schön herbstig, rauchig. Auch dieses matte Braun ist wunderschön. Ich tue überall gleich einen Hardpan reinmachen. Wirklich ganz, ganz toll. Garden of Eden von Sleek. Auch erschwinglich. Das sind halt eigentlich alles nur erschwingliche Paletten. Dann Vintage Rose, auch von Sleek. Ich kann euch nochmal die Garden of Eden näher zeigen. Ganz, ganz tolle. Wenn ihr wollt, dass ich einen Look zu irgendeiner Palette, die ich euch natürlich gezeigt habe, schminke, dann meldet euch einfach. Ihr könnt mir direkt Nachrichten schreiben. Ihr könnt mir aber auch unten in die Kommentare. Ich mache immer Screenshots. Dann weiß ich so ein bisschen Bescheid. Vintage Rose, was ich so als nächstes machen kann. Einer auch der geilsten, pigmentiertesten Paletten ever aus dem Drogeriebereich. Also, das ist wirklich für mich schon High-End-Qualität. Ganz, ganz toll. Schaut mal. Ist ein richtig schöner. Auch die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dieses Glitzer ist es schön. Ich müsste die echt mal wieder auspacken. Nur finde ich schade, dass sie so eingepackt sind, dass ich nicht sehe, was es ist. Sie unterscheiden sich nicht. Wisst ihr, bei Make-up Revolution oder die, die ich euch jetzt als nächstes zeige, die ist so ein bisschen offen. Dann auch einer der geilsten Paletten, die ich so aus dem Drogeriebereich kenne, habe ich selber noch nicht gesehen. Ich müsste mal. Manhattan sieht so für mich ein bisschen ramschig aus. Aber die Palette ist wirklich wunderschön. Die hat richtig tolle Farben. Zum einen kann man tolle lila Looks machen. Ich swatche euch mal so besondere Farben, die ich als besonders und als Duochrom zum Beispiel deklariere, sind diese Töne hier. Ich bitte euch. Das sind für mich richtig geile lila Töne. Ich hoffe, ihr erkennt das. Auch Duochrom-Geschichten und für unter 10 Euro. Halleluja. Ihr habt wirklich eine Mega-Qualität. Ich war so überrascht über diese Manhattan-Palette. Das ist Amazing Electric Violet Edition. Eye Color, meine ich, 008. Schwarz habt ihr auch dabei. Könnt ihr variieren, verdunkeln, verhellen, wie ihr wollt. Wirklich einer der geilen. Einfach ein, also sind ähnlich, ne? Wenn man so guckt, sind ähnlich aufgebaut. Also eine von denen kann ich euch absolut ans Herz legen. Und derzeitig auch in der Drogerie, auch für mich eher so ein bisschen herbstig und ja, ich weiß nicht, eigentlich so Standard. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr die Palette wollt, Sundown Tamtam. Ich finde, sie geht auch eher so in den dunklen Bereich. Und wenn man den hier wegnimmt, dann ist sie doch schon relativ natürlich. Aber man kann ganz, ganz tollen Herbstlook damit schminken. Viel Auswahl hat man nicht. Aber das, was man hat, funktioniert. Und das ist für mich zum Beispiel wichtig. Oder wenn man einfach so diesen dunklen hier, das ist eigentlich ein Konturton, aufs komplette bewegliche Lid, damit so ein bisschen ausraucht, dann ist man schon good to go. Und ja. Das wäre jetzt noch so ein Zusatz, was ich aber vom Preis her über 10 Euro, ne? Ich habe euch ja eigentlich Paletten unter 10 Euro gezeigt. Sie fällt aber unter die Drogerie und ist halt, ja, sie ist gut, sie ist nicht schlecht. Also ich finde sie nicht schlecht, aber für den Preis muss man halt überlegen, ob man das bereit ist zu zahlen. Dann kriegt man aus der Drogerie eigentlich noch bessere und noch mehr Lidschatten und noch mehr Variationen für unter 10 Euro. So, damit schließe ich das Video auch ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten. Ciao! Was sind, nee, Moment, noch nicht ciao. Was sind eure Drogerie-Favoriten-Paletten für den Herbst? Das wird mich noch interessieren. Bis dann, ciao!